Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen DIY-Projekt. Heute kleben wir Poster auf Sperrholzplatten, also auf Holzplatten. Man könnte auch MDF nehmen oder was anderes, was man eben gerade zur Verfügung hat. Und zwar habe ich hier ein kleines Poster, das ist schon fertig. Ich habe hier mit Decoupage-Kleber gearbeitet, weil der ist ja für stärkeres Papier. Und ich wollte oben auch noch eine Schutzschicht haben, also schon, dass ein bisschen eine Struktur entsteht, aber nicht in Glanz, sondern im Matt. Also das ist schon mal fertig. Ja. Kleine gehen sowieso sehr einfach, weil man da ja auch sehr gut überall hinkommt und einen guten Überblick hat. Aber wie schaut es denn nun dann aus mit einem großen XXL-Poster? Hier habe ich nämlich eins, das kommt jetzt dann noch in diese Ecke, in der die Konsole steht, die ich aus den zwei Schubläden gemacht habe. Hier eine Highland Co., ja, also ein XXL-Poster, das ist 70 mal einen Meter, ist schon etwas größer. Aber ich habe mich ja jetzt mit den Kleinen schon mal vorgearbeitet, um zu wissen, auf was ich achten muss, wie ich es am besten mache. Ja, und das machen wir jetzt auch nochmal mit dem Großen. Und dann bin ich natürlich gespannt, wie das Endergebnis ist und vor allem, wie es natürlich an der Wand und in dieser kleinen Wohnzimmerecke wirkt. Ich habe doch gleich noch was vergessen. Und zwar kommt natürlich auch ein Rahmen rum. Das heißt, ich habe hier so Holzleisten. Das ist jetzt die kleine, die schmale für die kleinen Poster. Um das große Poster kommt natürlich eine etwas breitere Holzleiste rum. Es sind einfach so Vierkantleisten. Ja, die gibt es einfach im Baumarkt zum Kaufen. Die sind jetzt aus Fichte oder ja, aus Fichte, also auf jeden Fall Tannenholz. Ja, keine Buche. Buche wäre wesentlich teurer, also viel zu teuer dann für diesen Rahmen. Deswegen habe ich hier Fichte genommen und da habe ich zwei verschiedene Stärken. Ja, und damit machen wir dann noch einen eigenen Rahmen drumherum. Also ich freue mich wie immer über zwei Daumen hoch am Ende des Videos, wenn dir der Tipp und das DIY gefallen haben. Die Sperrholzplatten müssen die Kanten und auch die Oberfläche als erstes mal angeschliffen werden, damit sie auch wirklich schön glatt sind, keine Risse haben, damit es einfach ordentlich aussieht. Zum Aufkleben meiner Poster verwende ich einen Decoupage-Kleber und zwar mit einem matten Finish, weil ich will es am Ende ja nicht glänzend haben, sondern matt. Und ich trage den Kleber auch hier mit so einem Schwammpinsel auf. Das geht wunderbar, aber wirklich darauf achten, dass man am Holz jede Rille alles mit dem Kleber bedeckt und dazu ruhig auch mal seitlich auf die Oberfläche schauen. Also anfangen tue ich oben, dass ich mir erst einmal einen Streifen mit dem Kleber einstreiche, um überhaupt mein Poster gerade und mittig darauf zu platzieren. Und danach gehe ich dann Stück für Stück weiter nach unten. Also ich streiche ein Stück ein und ziehe dann mein Poster praktisch hinterher, damit ich das auch faltenfrei auf die Platte bekomme. Ja, und auch der Kleber nicht so schnell antrocknet, weil sonst kann es ja auch passieren, dass da Stellen sind, an denen gar kein Kleber mehr wäre und das Poster würde natürlich Luftblasen bekommen. Zum Glattstreichen des Posters verwende ich eine Frischhaltefolie, die ich einfach ein bisschen zusammenknäule, denn die gleitet wirklich sehr einfach über die Oberfläche, ohne dass man jetzt dabei, falls man nochmal Kleber an den Fingern haben sollte, es kann ja immer mal passieren, die Oberfläche damit aufrauen würde. Also die ist wirklich, das geht ganz toll mit so einer Zellophanfolie drüber streichen, festdrücken. Und man kann natürlich dann auch noch, was auch noch sehr praktisch ist, so eine Gummiwalze, so eine Gummirolle verwenden. Und damit kann man das Poster natürlich dann noch einmal richtig fest auf die Platte drücken. Achte da auf jeden Fall darauf, dass du immer auch die Kanten richtig schön mit glatt streichst, dass sie gut kleben und nicht wieder sich aufstellen. Sollte dann nicht ausreichend Kleber sein, dann gib einfach nochmal etwas Kleber nach. Achte auch darauf, am Ende wirklich den ganzen Kleber abgenommen zu haben, damit an den Seiten sich kein Kleber bildet, denn das ist ja dann eine Erhöhung, die es dann erschwert wiederum, den Rahmen außenrum anzubringen. Wenn du vorhast, die Oberfläche noch zu versiegeln mit dem Lack, dann lass jetzt auf jeden Fall das Poster mindestens 24 Stunden richtig gut trocknen, damit der Kleber sich gut verbinden kann und nicht dann am Ende beim Auftragen auf der Oberfläche sich wieder löst, weil es ja wieder feucht wird. Dann entstehen nämlich die Luftblasen und das wollen wir ja vermeiden.
Sollte die Platte nicht ganz genau die passende Größe gehabt haben, dann kann natürlich passieren, dass das Poster am Ende unten etwas übersteht, weil durch das Plattdrücken, also Ankleben, wird es ja verlängert, es sich ja, habe ich immer das Gefühl, etwas, dann einfach umdrehen und mit einem Cuttermesser abschneiden. Zum Versiegeln der Oberfläche solltest du den Degobaschkleber auf jeden Fall mit Wasser verdünnen, weil er ist sonst zu dick und beim Auftragen wird er auch so schnell, ich sage jetzt mal, ja, so trocken. Also er lässt sich nicht so schön verteilen. Also wirklich mit Wasser verdünnen und dann den Kleber auftragen. Und ich habe festgestellt, es ist besser, man trägt den wirklich quer rüber auf. Dann wird die Struktur schöner, aber man bekommt wirklich ein sehr schönes Finish. Und ich finde auch, durch das Finish wirkt das ganze Poster etwas interessanter. Und das natürlich dann wirklich wieder gut trocknen lassen. Und du wirst jetzt auch sehen, das sieht wirklich sehr milchig aus, aber keine Angst, so ein Kleber trocknet ja transparent auf. So, nun ge geht es darum, den Rahmen zurechtzusägen. Und dafür habe ich ihn mir erst einmal um das Bild drumherum gelegt, damit ich mal gesehen habe, welche Maße brauche ich, wie schaut es überhaupt, ist auch alles wirklich gerade an meinem Sperrholzbrett. Dann habe ich mir das markiert und mit dem Sägeladen und der Handsäge dann zugeschnitten. Und wenn ich natürlich ein Teil hatte, das gepasst hat, habe ich das andere darauf gelegt, um genau dasselbe Maß zu erhalten. Denn wenn man es an der Säge anstoßen lässt, dann hat man das genaue Maß. Wenn man es nur anzeichnet, kann schon sein, dass man wieder mal ein paar Zehntel Millimeter daneben sägt oder anders sägt und schon passt der ganze Rahmen nicht mehr zusammen. Ich verwende einen Holzleim fix und fest. Man könnte auch das mit der Heißwachspistole machen, aber ich finde natürlich einen Holzleim charmanter. Ich trage ihn auf die Leiste auf und drücke ihn dann an meine Seiten, also von der Sperrholzplatte drücke ich ihn dann fest. Achte natürlich darauf, dass er auch wirklich gerade steht und nicht nach innen kippt. Und um das Ganze dann auch zu fixieren, damit wirklich alles an Ort und Stelle bleibt und gut trocknen kann, habe ich mir dann mit Kreppband beholfen. Bei dem kleinen Poster, ganz kleinen, habe ich es wirklich nur an den Ecken gemacht. Und bei dem mittleren habe ich das, wie man hier sehen kann, eben dann auch beschwert. Das heißt wirklich mit einem Holzbrett drauf und dann noch festgeklebt und auch von der Rückseite dann über die Kanten geklebt, damit wirklich alles plan ist. Und das natürlich wiederum über Nacht gut trocknen lassen. Und noch ganz wichtig, achte darauf, dass am Ende kein Kleber irgendwo, der also noch rausquillt, dass der noch stehen bleibt, sondern nimm den Kleber weg, weil man würde ihn immer als, auch wenn er transparent also trocknet, würde man ihn immer sehen. So, nun kommen wir zum XL-Poster. Und hier ist natürlich genau derselbe Vorgang. Zuerst mal muss die Platte geschliffen werden, auch auf der Oberfläche, damit sie wirklich schön eben ist und keine Unebenheiten entstehen. Und natürlich dieser Staub muss dann auch wieder sehr gut abgesaugt werden. Am besten stellst du dir alle Materialien, die du brauchst, wirklich direkt in Reichweite. Das habe ich hier auch gemacht, damit ich dann alles, wenn ich es brauche, gleich zur Hand habe und nicht erst lange suchen muss. Für das große Poster habe ich jetzt in den Kleber schon direkt auch am Anfang etwas Wasser mit reingegeben, da ich ja hier doch größere Flächen einstreiche und ich nicht möchte, dass der Kleber zu schnell trocknet. So, und jetzt geht es los mit dem aufregenden Part beim großen Poster. Wie du siehst, habe ich es mir hier zusammengerollt, damit ich wirklich das selber entscheiden konnte und in der Hand hatte, wie weit ich einstreiche und wie weit ich das Poster dann aufrolle. Also als erstes habe ich mal die Kanten gut eingestrichen. Das habe ich mit dem Pinsel gemacht. Da habe ich einfach ein besseres Gefühl. Und danach natürlich mit dem Schwammpinsel eine größere Fläche aufgetragen, als was meine Rolle jetzt offen ist, dass wenn ich dann mein Poster darauf ausrolle, keine unschönen Anschlussstellen bekomme, denn beim großen Poster sieht man das natürlich extrem. Und gerade der Anfang ist hier natürlich sehr wichtig, dass das Poster gerade sitzt und nach unten hin dann auch wirklich gut gerade ausgerollt werden kann. Und beim Ausrollen habe ich auch mit meinem Frischhaltefolie, die ich da zusammengeknüllt habe, gearbeitet, um das Poster hier schön auf die Platte zu drücken. Und werf auf jeden Fall immer von der Seite mal einen Blick auf deine Platte,
ob auch wirklich alles mit dem Kleber bedeckt sind und nicht noch trockene Stellen rausschauen, denn an diesen Stellen wird das Poster nicht kleben und es wird dann unschöne Luftblasen geben, die du auch nicht mehr wegbekommst. Auch das große Poster habe ich versiegelt. Dazu habe ich auch den Dekopaschkleber wieder mit Wasser verdünnt und zusätzlich noch auf meinen Schwammpinsel mit Wasser gesprüht. Also nicht auf die Oberfläche, sondern nur auf den Pinsel, um dann den Kleber wirklich schön dünn und gleichmäßig auftragen zu können. Und hier habe ich nur in die Querrichtung gearbeitet. Was aber trotzdem passiert ist, obwohl ja mein Poster schon sehr schön geklebt hat und alles gepasst hat, ich habe leider keine 24 Stunden gewartet und dadurch sind dann bei mir wieder Luftblasen entstanden. Die konnte ich dann aber wieder beheben, nachdem der Kleber etwas angetrocknet war und ich habe meine Zellophanfolie verwendet. Dann konnte man das wieder sehr schön, ich sage jetzt mal hindrücken, hinarbeiten. Und dann habe ich die Stellen natürlich auch noch mit Zellophanfolie abgedeckt, ein Holzbrett darauf gelegt, um das Ganze dann auch wirklich in dieser Situation durchtrocknen zu lassen. Und dann hat es auch meine Blasen wieder rausgezogen. Beim XL-Poster habe ich mich gegen den Holzrahmen entschieden, da es doch die Platte schon etwas gewölbt hat. Dann ist es natürlich sehr schwierig, hier den Holzrahmen festzuleimen. Dann hätte ich mit dem Tackern anfangen müssen. Also habe ich mich dazu entschieden, den Rahmen aufzumalen. Also ich habe mir erst einmal meine Ecken markiert. Ich habe einen Rahmen von 1 cm nur gemacht. Man kann es natürlich auch breiter machen. Habe mir hierfür jeweils an den Ecken die Markierungen gesetzt, um dann dazwischen die Bereiche mit dem Klebeband aufzufüllen, damit wirklich der Rahmen richtig gerade ist. Und die Platte ist ja auch unten etwas aus dem Lot gelaufen. Das habe ich dann auch erst gemerkt, nachdem das Poster wirklich aufgeklebt war. Also war das jetzt hier eh die bessere Lösung, um hier, ich sage jetzt einmal, einen schönen Abschluss für das Poster zu bekommen. Damit meine weiße Kreidefarbe auch wirklich gut deckt, habe ich zuerst mal einen Sperrgrund verwendet, und zwar den weißen, damit ich hier diese dunklen Stellen und auch gerade das dunkle Blau wirklich schön wegsperren kann und außerdem schon mal eine schöne Oberfläche habe, die etwas griffiger ist und nicht so glatt, damit die Kreidefarbe dann auch wirklich sehr schön hält. Also davon habe ich eine Schicht gebraucht und mit der weißen Kreidefarbe bin ich dann noch zweimal über den Rand und danach konnte ich das Krepppapier schon abziehen, das Kreppband, und es ist wirklich ein toller Rand geworden und vor allem sehr schön gerade. Du kannst nun entweder den Dekopaschkleber oder eine Scheppischick-Versiegelung verwenden für den letzten Schliff. Also ich habe mich nach diesem ganzen Projekt auf jeden Fall dazu entschieden, nur noch diese Versiegelung, diese Scheppi-Versiegelung für Poster zu verwenden, weil es viel einfacher und leichter geht und sie auch wirklich gar nicht aufträgt und natürlich richtig matt ist. Also ich habe mir einfach diese Versiegelung jetzt hier in den Behälter, habe meine Rolle etwas angefeuchtet und dann habe ich ihn rollend aufgetragen. Und hier natürlich auch darauf achten, dass man nicht so lange auf einer Stelle rollt, sondern zügig über die Oberfläche geht, damit keine Luftblasen entstehen. Und man sieht das schon, der ist dann wirklich wunderbar zum Auftragen und trocknet auch sehr schnell und wird auch wirklich sehr schön matt. Also meine erste Wahl für nächste Posterprojekte.
noch ein paar Tipps und Tricks zum Schluss für dich. So, also damit das Poster wirklich falten- und wellenfrei auf der Oberfläche aufgeklebt ist, musst du erst einmal darauf achten, dass du den Kleber auch wirklich lückenlos aufgetragen hast. Schau dazu gegens Licht, seitlich auf die Platte und du siehst ja, ob da noch trockene Stellen sind oder ob überall Kleber ist. Das zweite ist wichtig, das Poster immer nur stückweise aufrollen und am besten auch nie bis zu der Stelle, wo du den Kleber aufgetragen hast, sondern schon früher aufhören. So wie ich das beim großen Poster gemacht habe, da sieht man das sehr gut, damit man keine unschönen, ich sage jetzt mal, Anschlussstellen bekommt. Wichtig ist dann, bevor man die Versiegelung aufträgt, dass das wirklich 24 Stunden richtig durchtrocknet. Denn sonst kann es einem passieren, wenn man die Versiegelung aufträgt, also diesen Kleber vermischt mit Wasser, damit er sich besser auftragen lässt, dass sich das Poster wieder von der Platte löst, weil es ja durch Feuchtigkeit der Kleber wieder gelöst werden kann und dann entstehen unschöne Luftlöcher. Also um das zu vermeiden, schön lang trocknen lassen. Und wenn man den Kleber aufträgt, dann auch am besten in die Querrichtung und zügig darüber arbeiten, nicht so lange an einer Stelle aufhalten. Mein Tipp hier speziell ist, was ich gemerkt habe, was ganz, ganz toll ist zum Poster versiegeln, das ist diese Chebyshik-Versiegelung von Lignocolor zum Beispiel. Ich denke, es gibt es von anderen auch, diese Matte. Denn erstens einmal ist sie ja nicht, sie glänzt nicht, zweitens ist sie wesentlich flüssiger als dieser Decoupage-Kleber und lässt sie auch viel besser verarbeiten und auftragen, denn man kann sie mit der Rolle auftragen und dann wird auch die Oberfläche nicht so nass an einer Stelle oder zu feucht und man kann zügig darüber arbeiten und wenn man es 2 Stunden hat trocknen lassen, kann man einfach nochmal eine zweite Schicht auftragen. Also die ist wirklich genial, würde ich nur noch so machen. Was ich jetzt hier aber noch als Tipp habe, sollte es trotzdem passieren beim großen Poster, dass sich dann so Luftblasen bilden. Also wenn es sehr große Flächen sind, dann wirklich auch einmal reinstechen. Und ich habe ja sogar auch ein wenig nachgearbeitet mit dieser Frischhaltefolie, das kann man auch. Aber dadurch werden natürlich die Stellen wieder etwas, ich sage es mal, glatter und glänzender. Also wenn man das vermeiden will, dann einfach nur reinstechen in diese großen Blasen. Wenn dann die Oberfläche, sagen wir mal, eine halbe Stunde getrocknet ist, dann kann man eine Frischhaltefolie darüber legen, dann ein Holzbrett darauf und wirklich gut beschweren, dann zieht sich das auch wieder hin. Und so ganz kleine Dellen kann man dann, wenn man die Frischhaltefolie drauf liegen hat, auch mal wieder hindrücken. Das klappt wirklich super. Hätte ich nicht gedacht, aber das war dann so meine letzte Rettung, weil mir das dann bei dem großen Poster ja doch passiert ist, dass ein paar Luftblasen entstanden sind, weil die Frischhaltefolie, die verbindet sich nicht mit dem Lack, die kann man jederzeit wieder abziehen. So, und nachdem das dann wirklich gut getrocknet war über Nacht, bin ich nochmal ganz hauchdünn über die Oberfläche mit meiner Chebyversiegelung drüber und alles war gut. Und wenn man sich das Poster jetzt von der Seite auch anschaut, sieht man das überhaupt nicht, dass da eine Versiegelung auf der Oberfläche liegt, weil das mit der Chebyversiegelung so toll wird. Also ich muss davon jetzt einfach schwärmen. Also, ich hoffe, diese Tipps und Tricks helfen dir bei deiner eigenen Postern, sie wirklich falten- und wellenfrei aufzukleben. Und natürlich freue ich mich wie immer über 2 Daumen hoch, jetzt dann noch am Ende des Videos, über einen netten Kommentar von dir. Und damit du kein Video verpasst, abonniere doch am besten meinen Kanal, klick die kleine Glocke und schon wirst du immer informiert, wenn ich ein neues Video für dich hochlade. So, nun wünsche ich dir viel Spaß beim Kreativsein und tschüss, bis zum nächsten Mal.